natürlich auch sagen, ja, wir streichen den Stierstutz. Streichen. Genau, dieser Meinung bin ich zu 100%. Der Menü von Deep Dark Recordings hat ein paar Frisurenvorschläge für dich. Guten Tag, Herr Hess. Grüß euch. Grüß dich auch. Freut mich sehr. Ja, wir haben hier einige Vorschläge. Und zwar fängt es an mit dem roten Seitenscheitel. Wäre sehr interessant, dieser Look. Das ist ja hinter der Frauenfrisur. Meinen Sie? Ja, ja. Also, dann legen wir die schon mal weg, ne? Und Schluss. Die Justin Bieber-Locke. Ja, so sehe ich ein bisschen aus wie eine Schmalzlocke. Das kann so nicht das sein. Das finde ich auch, ne? Das geht gar nicht. Der Boygroup Erich. Ja, das ist nicht so gut gestrahlt, tücht mich. Ein bisschen wild, ne? Ja, ja, genau. Dann haben wir hier die Schmierlocke. Das ist schon wieder eine Frauenfrisur. Kommt auch nicht in Frage, ja. Ne? Gut. Das wäre der unberührte Erich. Ja, das passt doch nicht. He. Auch nichts, ne? Der Lockenhess. Die Dauerwellen stehen wir auch nicht so. Ich habe sehr starkes Haar und das wäre auch kräftiges nicht möglich. Haar, ne? Ja. Gut, dann haben wir noch hier vielleicht so etwas. Ein bisschen gekräuselt. Ja. Nicht ganz so wild. Wenn bei mir die Haare länger werden, stehen sie gleich noch auf. Ah, da, die können ja einen Lockenstab nehmen. Ja, der Aufwand, die Haare her auch morgen zu also machen. Auch nicht, Wahnsinn. Ne? Die Orange. Das passt doch nicht. Auch nicht das Richtige. Also der Coiffeur, der die Vorschläge gemacht hat, ist wahrscheinlich... Was ist der von Beruf? Der ist Modeberater, soweit ich weiß. Aber wahrscheinlich ohne Aufträge, oder wie? Nein. privat. Dann haben wir noch das Letzte, das ist der Holzfäller Erich. Vielleicht sowas, ein etwas wilderes. Ein bisschen struppiges Haar. Ja, aber wenn ich jetzt ein struppiges Haar und noch einen Bart dazu hätte, würde mich ja gerade gar niemand mehr kennen. Dann haben Sie ein neues Image. Ich bin mit meinem Image zufrieden. Gut, dann lassen wir es beim Igeli. Genau. Gut, genau. Danke, Erich. Wär's dir, hat mich gefreut, ne? Meine Frisur ist gäbig zum Pflegen. Und der Wiedererkennungseffekt ist natürlich auch da. Darum wäre es wahrscheinlich nicht richtig, wenn ich von heute auf morgen eine ganz andere Frisur hätte. Also, lieber Herr Erich Hess, meine Frage an dich ist, ob du wirklich mit dieser Bünzli Schweizer Macke viel Wähler bekommen willst. Also, wenn nicht ich wäre, würde ich die Strategie nochmal überdenken. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Say what? Thank you. Nice.